Hallo, again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, neues, letztes, erstes WM-Finale, Battleship, Wager-Ründchen. Die Einleitungen werden irgendwie auch immer länger. Ja, Mai, so Phasen gibt's ja mal, ne? Ja, meine Freunde, ist soweit. Die WM ist für mich persönlich endlich vorbei. Ich weiß nicht, ich war noch nie so ungehypt auf eine WM wie auf diese. War alles mehr so Taktikgeplänkel hin und her. Keine Ahnung. Finale ist jetzt Frankreich gegen Kroatien. Für Kroatien freut's mich wirklich enorm. Ich hätte gern Belgien-Kroatien im Finale gehabt. Ist kein Wunschkonzert, Freunde. Ja, klare Sache. Und dazu können wir hier natürlich heute ein Battleship Wager veranstalten. In der alten Manier. Special-Karten gibt's mittlerweile genug. Fehlt natürlich noch ein Gegner. Ja? Und da habe ich einen ausgebuddelt. Da habe ich richtig einen ausgebuddelt. Hello again, No Hand Gaming, mein Junge. Hi and welcome. Weißt du, warum Frankreich im Finale ist? Nö. Warum? Kennst du noch mein United-Team? Ach, dein Trikot da, ja, ja. Für mal dankt. Ich soll ausrichten, ne, von der Mannschaft. Danke, Steini. ist mir scheißegal. Ja, sicher. Wenn es an mir gegangen wäre, wären die rausgeflogen. Ja. Wie bist du denn, Dings? Wie, warst du gehypt auf die WM? Ich glaube, das lag einfach daran, weil Deutschland schon vorher so reingeschissen hat, dass man sich schon irgendwie nicht den Mega-Hype hatte und... Also ich war schon gehypt, allein ich war ja auch in Russland, deswegen... Ja, da ist ja noch was anderes, klar. Aber ich habe nicht so sehr wie die letzten Jahre, muss man echt sagen. Relation habe ich viel, viel weniger Spiele geschaut. Letzten Jahre habe ich mir einfach so auch andere Spiele angeguckt. Ja, habe ich schon gemacht, aber halt nachdem Deutschland raus war, war schon ein bisschen so der Ballon geplatzt halt. Da war der Sack leer, ne, Freunde? Schreibt doch sehr, sehr gerne mal eure Meinung rein, wie ihr so die WM fandet. Ich fand es gerade vom Spielerischen her sehr, sehr... Ja, weil... Alles so Ergebnis, genau daran liegt es auch. Weil halt diese ganzen... Sorry, wenn ich jetzt gerade irgendjemanden beleidige, aber diese kleinen ganzen Scheißmannschaften dabei waren. Paderborn ist Nummer 1 für mich. Und ich habe echt keinen Bock, dass nächstes Jahr 48 oder was weiß ich, wie viele dabei sind, bei den 4 Jahren da. Also, ich muss nicht sein. Also, wenn man sich das da anschaut, ist zwar alles Geld, Cash und schön, dass sie dabei sind, das Land freut sich, aber das kann man sich doch nicht angucken. Aber die großen Nationen machen es ja nicht anders, so teilweise, ne, in manchen Spielen, finde ja, ich, Freunde. Ja, hast du auch recht irgendwie. Ja, ist Auslegungssache. Ballert die Kommentare sehr, sehr gerne mal voll. Wir haben bei Benji natürlich ebenfalls eine Folge aufgenommen. Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Ja, da könnte es teuer werden. Ja, nicht? Ja, dann kommt vielleicht... Ich verlinke mal unten irgendwas. Vielleicht kommt ihr da auf irgendein Video. Ja? Nee, aber bei Benji haben wir auf jeden Fall auch eine Folge aufgenommen. Da könnte es sehr, sehr teuer werden, wenn du da verlierst. Ich denke hier auch schon. Ihr seht die beiden Teams. Wir haben genug gelabert. Würde mich sehr über eine Bewertung hier über das Video freuen. Ja? Schrafft euch. Ihr seid treu. Gehen wir rein. Ist echt so. Alle, die treu sind, lassen jetzt einen Daumen nach oben da. Alle, die nicht treu sind, die werden zum Treuen und lassen Daumen nach oben da. Boah, Kano hat richtig einen ziehen lassen hier. Oh ja, würde ich auch auf Kano schieben. Boah. Freunde, alle sind auf der Bank. Welche Formation spielst du? 4-3-1-2. Ja, ich auch. Sehr gute Formation, ja, da hat eine Ahnung. Ja. Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein mit Stürmer und ZOM. Benji, nennen... Ja, okay. Nenn mir die ersten Zahlen, komm, hau. Ja, mach mal die 8. Die 8 erstmal in den linken Sturm. Ja, ist schon scheiße. Richtig. Und in den rechten Sturm packst du bitte die 2. Ja, rechts war schon nicht schlecht. Aber das ist auch so ein Spieler bei der WM, der kann, glaube ich, überall spielen. Ah, mach mal die 1. Mann, schon alles verrissen hier, ey. Ja, grüner Link für nix, danke. Leckerli. Linker Sturm, die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heute gibt's keinen Verzähler, Freunde. Und ich möchte nicht später sehen, wie du das wieder einspielen musst, weil ich mich verzählt habe. Lehn dich nicht. Broski hat auch die Schuld auf mich geschoben und dann hat er selber wieder verkackt. Hab ich im Video noch dazu animiert, die Leute sollen ihn beleidigen. Die 1 im rechten Sturm. Irrti, Schnutti. Da ist ja der erste Stronglink. Ah, und ZOM die 6. ZOM die 6. Müll. Ich glaube, bei mir wird's uncool. Ach, ja, bei mir hätte es schlimmer laufen können, sag ich mal so. Mach ich weiter mit den 3 ZMs, ne? Mach's ins linke ZM, Herr Keller, die 9. Ins zentrale ZM, packst du die 12? Ja. Und ins rechte ZM packst du bitte die
3. Wow. Es sieht nicht gut aus. Linkes ZM, die 2. Ja, genau das dachte ich mir nämlich schon. Scheiße. Mittleres, die 3. Mhm. Und rechts ZM, die 4. Und somit habe ich wahrscheinlich schon verloren. Geiles Bild übrigens hier, muss man mal sagen. Sehr geil. Nein. Ja gut, ich mach erstmal Außenverteidiger, ja. Ja. Ach, das. Ich habe mich schon gefreut bei den Angreifern und habe dann erst gemerkt, ach scheiße. LV, packst du die 10 hin? Ja, ist okay. Rechtsverteidiger, packst du die 5 hin? Ja. Die anderen beiden auch gleich? Die Innenverteidiger, ja. Ja? Okay. Tags, packst du in die rechte Innenverteidigung die 7? Ja. Und die 4 daneben? Ach, geh doch kacken, Alter. Das kann man doch gar nicht so verreißen. Linker Verteidiger, die 12? Und damit bin ich aus dem Game raus. Linker Innenverteidiger, die 11? Mhm. Rechter Innenverteidiger, die 5. Leck mich im Arsch. Rechtsverteidiger, die 7. Ich bin auch nicht besser dran, das kann ich dir gleich verraten. Die Frage ist jetzt, ich sag's dir, wie es ist. Die Frage ist jetzt, packst du einen Bronzespieler rein oder packst du einen 90er Varan rein? Das ist jetzt die Frage, die du dir stellen musst. Du hast offen die 11, ne? Mhm. Und die 6. Ja. Ich nehme die 6. Damit Varan nicht dabei. Schon mal gut, brauche ich nicht abstoßen. Ja. Aber das ist auch nicht geil. Ja, und du die 8. Nein, ich habe kein Torwart. Und kein Game Changer. Ich habe auch nur einen, Alter. Scheiße, ich habe kein Torwart. Das Problem ist, du wirst einen Goldspieler drin haben, ich nicht. Und das kann ich einfach nicht machen. Ich habe einen Bronzemann im Tor. Wenn du meine Dings... Du hast Bronzemann im Tor? Ja, das auch noch. Oh nein. Weißt du was? Ja, ich habe umgestellt. Ja, schön. Ich dachte, dann sehen wir uns gleich im Spiel. Damit kommen wir zu den beiden Teams. Und ich weiß, dass ich diesen Move bereuen werde, den ich gemacht habe. Ehrenmann in die Kommentare. Preiset das Phantom. Ich weiß, dass ich das bereuen werde. Preiset das Phantom. Wir haben ja lange nicht mehr gespielt, ne? Ich hätte echt gerne in United gegen dich gespielt. Weil dann hätte ich gegen dich so schön haten können. Toma! Gani! Hätte wenigstens springen können, der Wichser. Den hätte auch einer Dings. Den hätte auch normaler Leider nicht, Tor. Leider nicht. Oh! Der Kimpembe, der ist doch sowieso immer... nicht Kimpembe. Pavard. Wow. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie mein Spieler abgeschlossen hat, ne? Wie blank steht der denn da, bitte? Moin. Komm! Ich dachte, wir nehmen rein, Alter. Gesehen, ja. Das ist das Ding, du musst ja nur ansatzweise in die Nähe kommen. Das kann sich so schnell alles drehen hier. Oh! Nein! Oh! Ja! Hätte aber auf dem Torwart nicht gehalten. Alter Vater! Ich glaube 5 Sterne Rekord hat Perisic, ne? Pericic, bitte. Pericic. Also am Anfang von FIFA 18 war ich auch nicht der die ganze Zeit verloren hat. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Aber jetzt müssen wir es ja auch nicht übertreiben, da läuft ja keiner mit, Mann! Ich hab extra nochmal gespielt. Ich hätte da schon schießen können. Was? Jetzt hör doch den nicht, oder was? Hier, Mann, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Der ist so eine Frechheit, dieses Spiel. Papa, ich schwöre nie wieder. Jetzt hör doch mal auf hier, Mann! Da kommt ja wohl jeder Pass an! Why always me? Why always me? Oh nee, guck mal, sogar der Lörres bringt die Bässe an! Was ein Traumpass vom Lörres hier! Das ist doch nicht! Auf den Fuß! Ey, was? Hernan! Hernan, schüttel dein Haar für mich! Noch einmal hier! Genieß nochmal den Lupfer hier!
Es ist halt echt schwierig, ne? Ich habe wirklich Lack gehabt vorne, dass ich wirklich die Passstaffetten so gut spielen kann. Hatten die Full Cam bei dir vorne? Ne, es waren alles ZMs, aber die haben alle miteinander gelinkt. Ja, bei mir auch. Bei mir, ich hatte Kovacic und so grüne Links mit Rakitic. Also bei mir ging's eigentlich vorne. Perisic schon dahinter, Fackel. Schöne Alter, Tore waren dabei. Der Beste hat eine 7-3er-Bewertung. Zum Leid von No Hand Gaming hier. Ja, ich würde sagen, gehen wir ins Abstoßen. Ich glaube, Crespo 10,0. Ja, bei mir alle 9er-Bewertung. Benji hat umgestellt. 5 Stück dürfen wir. Und es kann sehr, 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 sehr teuer werden. Ja. Ich mach's erstmal, pass auf. Wir starten mal ganz entspannt rein mit den 3 ZMs. Yes, very nice. Können wir direkt abbrechen an dieser Stelle, Alter? Mein geliebter Mbappé, untradable, wants to watch. Ich hab dich geliebt, Bruder. Bis zur letzten Sekunde. Ich hab dich geliebt. War der Striker-Karte oder Flügel? Ja. Modric, ich hab dich zwar erst heute gekauft, aber mit 350.000. Oh. Bisschen Finale, Bruder. Oh. Ich hoffe, du holst die Trophäe für mich, Bruder. Ich hoffe, du holst die Trophäe. Rakitic, mein geliebter Bruder. Scheint zwar schwul zu sein, aber du bist trotzdem der Hammer. Was war Rakitic für eine Karte? Auch diese? Man of the Match. Ah, okay. Ja, dann nehme ich noch den linken Verteidiger und den Torwart. Du hast es echt auf die Kroaten abgesehen. Alle 3 Kroaten weggeballert, Kovacic. Und Team of the Season, Kimpembe. Aber du hast mir zum Glück meinen teuersten mit Griezmann dagelassen. Wo war der? Im Sturm extra gelassen. Nee, ich nicht. Der war ja bei dir rechter Innenverteidiger im Spiel. Ah ja, ich habe ihn halt gerade auf den Sturm gestellt. Ja, ich habe diese Formation hier offen stehen. Ah, ich bin zufrieden so. Also Modric, der war schon Modric tut schon echt weh und vor allem Mbappé, den habe ich jetzt schon so lange, der hat echt jetzt geschmerzt, Alter. Das war eine schmerzhafte Folge. Kann ich nicht nachvollziehen, wenn man Spiele abstoßen muss und sich dann beschwert, so. Kenne ich nicht, Play of the Month. Ich kenne es auch nicht, also dieses Jahr habe ich vor allem sehr wenig abgestoßen. Kenne ich nicht, sowas. Ja. Freunde, ich würde mich selber eine Bewertung hier freuen über das Video. Ballert die Kommentare mal voll, was ihr glaubt, wer die Weltmeisterschaft dieses Jahr holt. Ich sage euch ganz ehrlich, mir ist das egal, aber ich würde es jetzt Kroatien Hrvatska! Ja, ich würde es Kroatien gönnen einfach. Schreibt es aber sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall Benjis Video ab, ist unten drin in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann Abfahrt Erna, würde ich mal sagen. Ja, Benji, Schlusswort, ich bin raus. Ja, bitte ziehen sich aus, das ist kein FKK-Strand. Hä?